Investitionsrechnung, Entscheidungskriterien für Investitionen. Im Rahmen der Entscheidungsfindung für die einzelnen Investitionsalternativen kann auf unterschiedliche Kriterien zurückgegriffen werden. Die Literatur unterscheidet hier zwischen quantitativen und qualitativen Kriterien. Während sich quantitative Kriterien auf Zahlen basieren, sich also zahlenmäßig erfassen lassen, sind qualitative Kriterien zahlenmäßig nicht erfassbar. Im Zuge der Investitionsrechnung, wie der Name schon sagt, Rechnung, wird auf quantitative Entscheidungskriterien zurückgegriffen. Und hierzu zählen beispielsweise der Gewinn, der Umsatz, die Kosten, die Rentabilität oder aber auch die Amortisationsdauer. Und lassen sich Entscheidungskriterien nicht zahlenmäßig erfassen, so werden diese häufig mit Hilfe von Nutzwertanalysen oder Punktwertmethoden analysiert. Zu diesen qualitativen Entscheidungskriterien zählen zum Beispiel soziale Kriterien, ökologische Kriterien, technische Kriterien oder aber auch beispielsweise der Energieverbrauch.